Boah. Ich sag ja nur, dass ich, das ist halt ein guter Vergleich. Spiel jetzt hin oder her, Kacke hin oder her, es geht dann um die Engine, die Performance. Und dass du das auch mit einem höheren System nicht schaffst, das war nicht damit gemeint. Ich wollte... Weißt du was, ich wollte gerade dodgen und habe anstatt Kreis habe ich links und rechten Trigger gedrückt. Ich wollte mal, wenn er das mit dem roten Ding macht, wo er spritzt, wollte ich auf ihn zurollen. Ich spiele auch mit 60 Frames auf einer Konsole, ich kriege es kotzen 30 Frames. Kann ich auch hier umstellen, aber das ist eine Katastrophe. Zu früh. Und das erwartet mich im Endgame, war? Krass, okay. Ja, also... Ich finde es eher eine Schande, dass die Konsolen vom Performance-Modus 60 Frames reden und Quality-Modus 30 Frames. Es müsste Performance-Modus 120 und Quality 60 sein. Und wir sind im Jahr 2022 und immer noch ist diese Scheiße mit 30 Frames. Das war schon bei PS3, PS4, PS... immer noch diese Scheiße mit 30 Frames. Zu früh gedodged. Selbst egal, was für eine Engine genutzt wird, wenn sie nicht richtig genutzt wird, kannst du auch bei der Unreal Engine, kann das Kacke aussehen und Kacke sich anfühlen. Also unter 60 Frames kann ich auch nicht spielen, muss ich ehrlich sagen. Da wird mir schlecht. Zu früh. Ich habe bei den Schlägen immer gelernt, dass ich dodge, bevor die Waffe ankommt, aber der hat eine krasse Verzögerung hier. Ja, die sollten langsam aufhören mit der Last-Gen-Entwicklung, aber das hat dann viel mehr Verkäufe. Und es geht hier nur darum, dass die Verkäufe hoch sind. Okay, das habe ich zu spät. Hat ihr denn am ersten Try so viel anders gemacht, dass ich jetzt gar kein Licht mehr sehe? Oder war ich einfach nur gehypt und bin einfach gedodged? Mir war es egal. Möchte Mikla haben oder was? Oder man sagt Mikla, es gehört mir allein. Okay, wenn ich ganz nah rangehe, stößt er so zu mit seinem Dreizack. Da muss ich halt einfach, keine Ahnung, schneller reagieren. Gucken wir mal. wieso mache ich halt gar keinen Schaden so? Zu früh. Der tut den Stab nochmal. Nochmal. Er schwingt ihn so und dann schlägt er zu. Mikkel ist anscheinend ein Demigott, Bruder von Malenia, welcher auch ein Boss ist, der schwerste im Spiel und overall der schwerste Boss von allen Souls-like Games. Okay, boah. Und wie ist denn der einzuschätzen? Also im Vergleich zu dem wie schätzt du deren von der Schwierigkeit? Was ich gemerkt habe, wenn er am Boden liegt, ich seine Haltung breche oder wie auch immer das heißt, dann mache ich keinen Schaden. Dann muss ich halt nur den normalen Stich machen. %, okay. Das ist ja noch wild. Mit wie viel Level geht man denn zu Malenia hin? Ich müsste auf jeden Fall mal umskillen, weil ich habe einfach die Punkte vergeben und wusste nicht, was ich mache. Gibt es denn noch so Bosse wie diese komische Mondfrau da mit so ekelhaften Phasen? Weil das hat mich echt getriggert, diese Scheiße in der Bibliothek. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, zum Glück, weil so eine scheiß Bibliothek brauchst du mal, das meine ich nochmal mit. Da habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Das können sich sonst wohin schieben. Diese blöde Phase mit diesem Rumlaufen da und dann das da, also. Das meine ich nochmal mit. Da habe ich keine Lust drauf, da habe ich Besseres zu tun im Leben. Solche Bosse quälen, 20 Stunden ist mir egal, aber diese scheiß Phase da mit diesem blöden Bibliothek-Dings da, das meine ich nicht. Weißt du nicht, ob das sich... Ja, das ist extrem nervig. Besonders wenn der Bosskampf erst später anfängt und du jedes Mal... Also mich hat ja nicht nur getriggert, dass die eine Phase ist. Okay, das kann man noch vielleicht akzeptieren. Mich hat getriggert der Weg dahin. Dass ich jedes Mal da so beschissen hochlaufen musste. Weißt du, ich musste da hochlaufen, dann auf den Aufzug warten und dann... Also ich bin ja nicht einmal 100% mit Leben angekommen da, wegen den 20 Mages da. Das hat mich halt aufgeregt, das jedes Mal. Da läufst du erst mal eine Minute und dann machst du noch 2 Minuten in DP1. Dann wird der Boss nicht anders sein für dich. Du musst ein halbes Jump-Puzzle jedes Mal machen, um dahin zu kommen. Ja gut, wenn keine Mobs im Weg sind. Lol, was habe ich getan am Rechner? Ich habe aus Versehen durch irgendwas geklickt. Es hat 1000 Vns. Es hat 1000... Moment, ich muss kurz Pause machen. Lol. So, Aufnahme weiter. Ich habe wieder geschlossen die VNC-Sachen. So. Na dann. Also ich muss halt nur ein bisschen schauen. Also wenn er so auf mich zuspuckt, kann ich halt im Endeffekt einfach auf ihn zurollen oder links, rechts dodgen. Das geht ja. Ich komme mit diesem Schlag nicht zurecht. Ohne Witz, ich habe den noch nicht geschafft zu dodgen. Er tut die Waffe so komisch schwingen und dann tut er sie mal, schlägt er sofort und mal schlägt er erst später. Jetzt spuckt er halt wieder, ne? Jetzt halt schon wieder. Alter, ich bin so ein Depp. Ich muss später dodgen. Ich dodge, wenn die Waffe schwingt. Also wenn er die Waffe schwingt. Aber er geht dann mit mir mit, weil er dann sieht, wo ich hin dodge. Es gibt so Automatismen, die kann man irgendwie nicht verändern. Oder schwer. Wieder. Beim zweiten Mal, ersten Mal geschafft, zweiten Mal. Okay, ich habe zweimal geschafft, den Schlag zu dodgen. Du musst aber genau sehen, was er da macht, ey. Ich würde mir jetzt so wünschen, dass man die Kamera so ein bisschen weiter wegzoomen kann. Das macht er dreimal. Okay, jetzt hat er dreimal geschwungen. Du musst voll lang warten, bis du dodgst hier, weil bis die Waffe ankommt, dauert es ewig. Und dann, wenn er zustößt, geht es total schnell. Nameless King. Ich kenne halt... Ich kenne halt nichts von den Namen der Bossen. Ich kann mir auch die Bossen-Namen nicht merken, ist mir nicht ganz so wichtig. Aber das ist mein erstes Holzspiel, das ist bestimmt ein anderes Ding. Bestimmt ein anderes nicht ausnehmen. Zu spät. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch eine Übungssache, aber ich schätze mal, dass ich mit mehr im Level vielleicht ein bisschen mehr Schaden mache oder anders dodgen kann, keine Ahnung. Gibt es nicht. Wow! Du denkst halt immer, er chargt noch, aber der ist dann sofort da. Der holt bei manchen, also bei manchen Attacken holt er wirklich aus und es dauert, an Attacken macht er sofort. Der voll erschreckt, dass er schon da ist. Ich hab gewartet, dass er eine Animation macht, auf einmal ist er schon da, bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat. Manchmal wartet er, ne? Manchmal nicht, Odin. Katastrophe, ey. Dann machst du wenn was und dann weg. Hallo. Jo. Es gibt doch ein Item, was einem hilft im Fight. Im Grunde den Boss für 3 Sekunden stunt einmal im Fight. Ja, das ist schon ultra. Also einmal im Fight muss ich das da unten hin tun, oder? So ein Item, mal so wie das, den Trank oder was, meinst du? Okay. Ist das schwer zu bekommen? Das kann... Muss ich gleich schauen, Kalle. Das, kann man das dann in jedem Boss nutzen? Extra für den gemacht, okay. Na, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da probiere. Wie heißt denn das Item und ist das schwer zu kriegen? Liegt es irgendwo rum? Einfach so, irgendwo hingehen und rumliegen. Einmal für 3 Sekunden. Zu früh. Okay. Lane the Royal Capital found all the way down in Subterranean Shunning Grounds, guarded by 2 giant lobster in der Hauptstadt. Achso, ja, die habe ich schon. Da bin ich schon gewesen. Da bin ich aber dann wieder weg, weil ich wusste nicht, was ich da machen sollte, genau. 94, das ist gar nicht mal so wenig eigentlich, glaube ich. Und ich würde halt umskillen wollen, theoretisch. Also die Hauptstadt ist schon krass, da prügeln die mich auch noch. Es ist halt so, wenn ich einen Schlag mache, kann ich halt dann nicht ausweichen im nächsten. Jo, dann macht er das. Monk Shackle heißt das Item. Nicht sicher wie auf Deutsch. Ja, wird's von irgendwelchen komischen 2 großen Giganten. Okay. Findest du, Kalle? Geht, oder? Also ich finde, ich bin immer noch am Anfang. Okay, gut, dankeschön. Dann können wir ja mal gucken. Hier ist auch bestimmt ein Geist oder so nutzbar. Aber ich weiß nicht. Geister sind wild. Ja, ich hätte mich auch heilen können. Die Schläge sind echt komisch von dem. Die sind Der bewegt sich, ich weiß nicht genau. Da müsste ich, also, da müsste ich noch lange probieren hier. Ja, ich müsste auf jeden Fall, ich müsste umskillen, Alter. Ich habe so komisch geskillt, weil ich einfach nur nicht das Spiel gekannt habe. Jetzt würde ich halt ungefähr wissen, was ich brauche. Es ist halt so. Ich glaube, Schild bringt ja auch nichts, oder? 94, glaube ich, oder so. Also ist schon nicht wenig. Aber ich habe halt... Ich fühlt sich halt an, als ob ich Level 1 wäre. Alter, was zum Teufel. Wir können ja mal kurz schauen. Man da irgendwas davon blocken kann. Mach mal. Das nicht. Das da. Alter, ist so geprügelt hier. LOL. Also, ich würde halt gern so spielen, wie ich immer spiele. Ich glaube, der ist auch ziemlich immun gegen viele Sachen, nicht mal. Ja, ja, macht er kaum Schaden. Beim anderen habe ich ja auch kaum Schaden gemacht, ey. Okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das, was ich machen sollte. Ich kann höchstens mal... Ja, wir probieren noch einmal und zweimal und dann machen wir was anderes. Das, wenn das wirklich Endgame ist, muss ich mir jetzt nicht den Spaß verderben lassen da. Ja, bis ich aufstehe, stehe auch auf. Mine and mine alone. Stimmt, der Waffenschaden, der ist ja dann auch nicht schlecht dann, oder? Ist noch höher. Was ist denn Max für eine Waffe? Also wie hoch geht das überhaupt? Zu früh gedacht. Mine 25 auf normale, okay. Also ich habe halt meine... Ich habe halt meine Dingsbums hier. Ich habe mir gesagt, dass ich die spielen soll. Den Mondschleier. Den habe ich auf +5. Und Uchigatana, das war die erste Waffe, habe ich auf 14. Und die beiden spiele ich halt meistens. Bei dem ist halt die Magie sehr hoch. Deswegen ist mein Main-Schlag, den man halt immer sieht, mit L2, R2. Problem ist, der Schlag ist so langsam, dass mich bei dem Boss, wenn ich ihn schlage, komme ich nicht mehr hinterher. Ich schlage und dann macht er schon eine Attacke. Ja. Und ich bin auch zweimal gerollt statt einmal, es sollte noch länger. Hallo. Und jetzt ist er wieder eine Attacke, hat er gemacht, dass er aus dem Target ist. Das stört mich manchmal. Bosse machen Attacken, dass sie aus dem Target sind. Ich brauche halt für die eine so dunkle Schmiedsteine. Das ist nicht so oft wie die normalen Schmiedsteine. Oder wie die heißen. Nochmal dodgen. Sehr, sehr gut jetzt. Dodge! Scheiße. Da habe ich zunächst zu früh gedacht, zu spät. Aber schon ein bisschen weiter. Den ganzen Tag Seelenfarmen. Ja, kannst du ja machen. Ich verliere so schnell das Interesse, wenn ich etwas immer wieder das Gleiche mache. Außer bei Bossen. Ich würde lieber 3 Millionen Mal diesen Boss machen, anstatt 10 Minuten diesen einen komischen Vögel da töten. Ich bin noch ultra hektisch bei dem Boss.